Ist unsere Demokratie durch den gesellschaftlichen und politischen Wandel gefährdet? Ich halte unsere Demokratie für stabil. Aber ich glaube, wir müssen darauf achten, dass es so bleibt. Und es gibt Entwicklungen, die durchaus Sorge bereiten. An den Rändern versuchen Leute, diese Demokratie zu destabilisieren. Und Demokraten sind dann aufgefordert, diese Demokratie zu verteidigen, auch schon bei den Anfängen von solchen undemokratischen Bestrebungen. Was sind deine Wünsche an die Jugendlichen? Also so wie bei Fridays for Future, einfach sich für bestimmte Themen engagieren. Das können alle möglichen Themen sein, es muss nicht nur der Klimawandel sein. Aber ich finde es toll, wenn man sich engagiert und auch durchaus mal provoziert. Das brauchen wir. Und wenn wir uns darüber ärgern, ist das auch schon mal was. Aber dann drüber nachdenken. Was könnte denn deiner Meinung nach die Gesellschaft machen, um das Engagement von Jugendlichen weiterhin zu fördern? Wir müssen in der Schule mehr Engagementförderung betreiben. Ich fand es toll, dass manche Lehrer, obwohl es Schulpflicht natürlich gibt, gesagt haben, wir machen da draußen ein Projekt. Wir gehen am Freitag mit der ganzen Klasse dorthin als ein Teil des politischen Engagements oder des Biologieunterrichts oder was auch immer. Ja? So kann man ganz intelligent eigentlich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und solche Projekte, solche Ideen, solche ungewöhnlichen Aktionen würde ich mir in der Schule viel mehr wünschen. Ich glaube, viele Lehrer wären durchaus bereit, mal was anderes zu machen, als einfach nur den Schülern irgendwas zu erzählen, was sie dann hinterher wieder geben müssen, sondern mit denen zusammen überlegen, wie können wir eigentlich die Gesellschaft besser machen.